Stevie, 1:1 gegen Mainz, einen Tag danach. Was hat es so schwer gemacht, diesen Block auseinanderzuspielen? Du als Mittelfeldspieler brauchtest ja, warst da ja mittendrin. Was hat es da so schwer gemacht? Ja, sie sind eigentlich sehr tief hinten drin gestanden, sehr aggressiv auch. Und bei uns von Anfang an haben wir ein bisschen diese Spitzigkeit vermissen lassen. Und eben sind eigentlich nicht gut ins Spiel gekommen, auch in den Zweikämpfen nicht so gut gewesen. Und dann war es schwer. Und dann gehen sie halt mit dem ersten Schuss in Führung. Das spielt ihnen natürlich in die Karten. Und danach haben wir natürlich versucht, aber ein bisschen eben diese Kreativität und dieses schnelle Spiel hat gefehlt. Wir Kommentatoren oben haben uns auch ein bisschen über das Wetter Gedanken gemacht. Wie war es unten auf dem Platz? Ein Tag 13 Grad, ein Tag später, soll keine Ausrede sein, aber ich glaube, es hat dann schon einen Faktor gespielt, wenn du immer anrennen musst. Wie hast du es erlebt? Ja, eben der Unterschied war schon zu merken, aber eben das war ein Riesenvorteil natürlich für Mainz, weil die halt früh in Führung gehen konnten und wir dann halt anrennen mussten bei dem Wetter, aber eben als Ausrede dürfen wir das nicht benutzen. Wir hatten auch in der ersten Halbzeit ein, zwei Chancen, wo wir vielleicht ein bisschen effizienter sein müssen. Du bist ja auch, hast du eine gute Beziehung zu Danny da Costa. Hat er noch etwas gesagt, dass er wenigstens nächste Woche den Dortmund dann auch noch was abknüpft? Ja, ich habe ihm gesagt, er muss jetzt gewinnen gegen Dortmund, sonst bin ich wütend. Sie machen es ja sehr gut, eigentlich seit Danny und auch Dome da ist. Und ich glaube, zu Hause gegen Dortmund werden sie schon noch mal alles reinwerfen und uns vielleicht auch helfen, ja. Wie ist jetzt so der Mindset? Es sind jetzt noch zwei Spiele, jetzt ist man der Jäger wieder, nicht mehr der Gejagte. Ist es vielleicht auch ein bisschen befreiender, wenn man sagt, jetzt gehen wir die zwei Spiele in Anführungszeichen locker an, jetzt können wir nur noch was gewinnen? Wie ist es bei dir? Wie siehst du es? Also ich glaube, es sind noch zwei Spiele, wo wir einfach wirklich nochmal alles raushauen müssen, ne? weil es ist eigentlich eine geile Saison, die wir spielen, auch wenn eben die Zuschauer fehlen. Ich glaube, mit Zuschauern wäre es nochmal ganz anders. Und wirklich diese zwei Spiele einfach nochmal alles raus und den ganzen Druck Champions League, Europa League vergessen und einfach wieder den geilen Fußball spielen, den wir eigentlich so lange gespielt haben, wochenlang in diesem Jahr. Und ich hoffe eben, dass das vielleicht doch zum Schluss doch noch reicht. Danke dir. Aydin, erstes Saisontor gestern erzielt für die Eintracht. Trotzdem nur 1:1. Was überwiegt so ein bisschen? Die Freude über dein Tor oder diese Traurigkeit über den nur Punktgewinn? Yeah, it's mixed feelings at the moment. I'm happy obviously because I've got my first goal. But then on the other hand, I'm disappointed that we dropped two points. We could have had an important 3 points. Obviously we want to reach the Champions League. It's a dream of everyone here at the club and the fans and the whole club. So it's disappointing, but I think we should look at it positive. We've had a great season so far and we've got 2 more games and hopefully 6 more points. Erzähl uns mal, das Tor war ja ein sehr kurioses, weil es so ein bisschen aus dem Sitzen war. Ne? Hast du dich schon geärgert, als der Schuss geblockt worden ist? Weil der wäre ja wahrscheinlich reingegangen. Wie hast du es aus deiner Sicht gesehen? Yeah, I saw Armin dribbling on the side and I came late on the 16. And there was a lot of plays in front of the goalkeeper. And I thought I'll go for it hard and low because the defenders, they turn their bodies, they lift up their legs. And I went for my luck. And unfortunately, it didn't work out. Then I saw the second ball, Andre controlled the ball. And I don't know, I tripped over Dom, I believe. And I lost balance. And then I turned around, I saw the ball in front of my leg. And I just thought I'd go for it and it worked out good. Du hast es gerade in deiner ersten Antwort gesagt, trotzdem, wir bleiben, es ist eine großartige Saison bis hierhin, das darf man nicht vergessen, es läuft trotzdem gut, ja, auch wenn jetzt vielleicht die letzten Wochen ein bisschen schwieriger waren. Wie verarbeitet die Mannschaft jetzt das, dass man jetzt wieder der Jäger ist und nicht der Gejagte? Hast du trotzdem das Gefühl, dass der Kopf oben bleibt und sagt, ey, wir sind immer noch in einer guten Position? Yeah, of course, I mean, this is the only way forward, if you lift up your head and you keep fighting, and then at the end of the day you do what you can and that's get 6 points out of 2 games. And then it's not up to us anymore. The most important thing is that we still stick as a team, as we have done from the first day. Danke dir, Aydin, und weiterhin viel Erfolg.